Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch die Reihen vorstellen, die ich 2021 noch beenden möchte. Ja, ich habe einige Buchreihen angefangen oder auch noch nicht angefangen, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch beenden möchte. Und ja, ich möchte euch vorstellen, welche das denn sind und ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt in dem nächsten halben Jahr, was noch übrig ist von 2021, schaffe. Hast du auch solche Reihen, die du unbedingt noch dieses Jahr beenden möchtest? Wenn ja, schreib mir das doch mal unten in die Kommentare rein, ich bin sehr gespannt. Und ja, wir starten mit der ersten Reihe, die ich beenden möchte. Das wäre nämlich zum einen die Hexersaga. Da gibt es ja auch die Serie auf Netflix und zwar The Witcher. Und ja, da möchte ich diese Buchreihe dieses Jahr auf jeden Fall beenden. Ich habe jetzt schon 6 Bücher gelesen. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Auf jeden Fall fehlen mir jetzt auf jeden Fall noch 2 bzw. 3. Und ja, ich mag die Reihe total gerne. Es geht ja um Geralt, das ist ein Hexer. Es geht um Ciri, es geht um Rittersporn und Yennefer und um eine fantastische Welt, um Monster und ja, alles drum und dran. Also wirklich, diese Serie ist sehr zu empfehlen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe erstmal nicht durchgestiegen. Ich habe die Serie mittlerweile, glaube ich, 7 oder 8 Mal geguckt, weil ich sie so gerne mag. Musste sie aber 2 Mal gucken, bevor ich überhaupt verstanden habe, um was es geht. Denn in der Serie sind die Kurzgeschichten, die die Vorgeschichte von dem Hexer-Ding sind. Also da gibt es so Vorgeschichten als Buch und das wurde jetzt als Serie gemacht. Und da hat man ganz viele Zeitsprünge erstmal drin und man blickt erstmal nicht so durch, was jetzt Vergangenheit ist, was Gegenwart ist und was da eigentlich abgeht. Und es ist ja auch, wie gesagt, sehr kompliziert, also was heißt kompliziert, sehr komplex. Also man hat sehr viele Königreiche, so eine richtige Weltkarte, ähnlich wie Mittelerde aufgebaut. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr spannend und ich bin ein sehr großer Fan von der Reihe und möchte die auf jeden Fall dieses Jahr noch beenden. Wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt noch 3 Bücher vor mir und das sollte auch machbar sein. Und auch im Dezember kommt die 1. bzw. 2. Staffel vom, ja, von der Serie raus, also The Witcher, Staffel 2. Das würde jetzt dann bedeuten, das 1. Hauptbuch würde verfilmt werden. Und ich bin super gespannt. Ich freue mich da schon so sehr drauf. Und wie gesagt, auch auf die Bücher. Und ja, die möchte ich auf jeden Fall 2021 noch beenden. Ja, dann habe ich mir zum Erscheinungstermin Panem gekauft. Also dieses Panem X. Das ist ja so ein Prequel. Also spielt ja eigentlich vor den 3 eigentlichen Teilen von Tribute von Panem. Und ich habe mir das sofort gekauft, als es rauskam. Und wollte es auch direkt lesen. Erratet, was ich nicht getan habe. Und deswegen möchte ich dieses Buch auf jeden Fall noch lesen. Ich bin sehr gespannt. Es geht hier um den President Snow, also den man schon aus, ja, den 3 Teilen kennt. Nur eben war er da noch kein Präsident. Und ich bin super, super gespannt und habe jetzt über das Buch auch schon so viele unterschiedliche Meinungen gehört. Manche finden es total cool, manche finden es total scheiße. Und ich möchte wissen, was ich dazu sage. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall dieses Jahr noch lesen. Die wohl wichtigste Reihe, die ich dieses Jahr noch beenden möchte, ist Outlander. Outlander habe ich schon vor Jahren mal gelesen und zwar bis zu Band 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr ganz genau und habe dann letztes Jahr nochmal von vorne angefangen, also habe nochmal Band 1 gelesen, nochmal Band 2 gelesen und nochmal Band 3 gelesen und bin momentan bei Band 4 und zwar seit Oktober 2020. Ich pausiere das Buch momentan, denn Outlander ist für mich etwas, wo man sich drauf einlassen muss, wo man sich auch Zeit nehmen muss, denn diese Bücher haben ja 1000+ Seiten und es ist natürlich auch eine ganz andere Sprache und ja, da muss man sich einfach drauf konzentrieren, meiner Meinung nach und deswegen habe ich das jetzt irgendwie pausiert und ja, das möchte ich auf jeden Fall ändern, denn im November kommt der 9. Band dieser Reihe raus und ich freue mich so sehr, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich liebe auch die Serie im Übrigen, also wenn ihr die Bücher nicht lesen wollt, dann schaut wenigstens die Serien, wobei ich sagen muss, die Bücher sind
besser, so wie es eigentlich bei fast allem ist, was verfilmt wird. Ja, deswegen, ich möchte auf jeden Fall Outlander noch beenden. Das bedeutet, ich habe jetzt doch Band 4, 5, 6, 7 und 8 vor mir. Also noch 5 Teile mit jeweils um die 1500, 1600 Seiten. Mal schauen, ob ich das schaffe bis November. Denn im November, wie gesagt, kommt der Band 9 raus und ich möchte Band 9 dann auch ja, direkt lesen, selbstverständlich. Und deswegen werde ich mich jetzt da auf jeden Fall ranhalten müssen. Und das ist auch wirklich Priorität numero uno. Außerdem habe ich dann noch eine Trilogie, die ich beenden möchte, wo ich auch ehrlich gesagt nicht mehr genau den Grund weiß, warum ich Band 3 nicht gelesen habe zu dem Zeitpunkt, wo ich Band 1 und 2 gelesen habe. Denn ich habe wirklich Band 1 gelesen, direkt dann Band 2. Und es hat mir so gut gefallen und irgendwie habe ich aber Band 3 nicht gelesen. Ich kann wirklich nicht mehr genau nachvollziehen, was ich mir dabei gedacht habe. Wahrscheinlich nicht viel. Es handelt sich um Fire and Frost und zwar, ja, Band 3. Ich möchte diese Trilogie endlich ja abschließen und deswegen möchte ich ja, dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ich bin sehr gespannt auf den Abschluss. Ich kann mich auch noch sehr gut an Band 1 und 2 erinnern. Ich habe das auch erst 2020 ja, gelesen und ja, freue mich da eigentlich auch schon drauf, eine weitere Reihe zu beenden und bin sehr gespannt, wie das jetzt ausgehen möchte. Ja, ansonsten möchte ich noch, ja, Isara eigentlich anfangen und beenden. Rein theoretisch auch noch Vortex. Ich blende es euch hier mal ein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe mir jetzt halt vorgenommen, eine der beiden Reihen werde ich dieses Jahr noch in Angriff nehmen. Keine Ahnung, welche es jetzt sein wird. Ich habe mir prinzipiell vorgenommen, Isara ja, anzufangen und zu beenden. Das sind ja 4 Teile. Mittlerweile gibt es auch noch ein Spin-off. Und ja, Vortex habe ich jetzt erst neu entdeckt. Das gibt es auch schon länger, die Bücher. Aber ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm. Deswegen, ja, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber ich habe die Bücher jetzt im Regal stehen und irgendwie reizen die mich schon sehr. Deswegen mal gucken, auf was es hinauslaufen wird. Also entweder Isara oder Vortex. Entweder oder. Beides werde ich vermutlich nicht schaffen. Aber die Reihen interessieren mich beide total. Außerdem gibt es noch einen Fall ähnlich wie bei Panem, nämlich ja, Biss. Und ja, die Biss-Reihe, also Twilight, hat ja jetzt dann noch einen Teil dazu bekommen. Also sprich den ersten Teil aus Edwards Sicht. Ich mag Edward ja nicht so, ne? Deswegen sträube ich mich momentan so ein bisschen, dieses Buch zu lesen. Ich will es lesen, weil Twilight, die Biss-Reihe, hat irgendwie sowas mit mir gemacht in meiner Jugend. Das war halt einfach total cool und so. Und ich habe die Bücher dann auch nochmal so, nachdem ich 18 geworden bin, nochmal gereadet. Und ich bin einfach ein Fan von dem Universum. Die Filme finde ich nämlich grauenhaft, aber die Bücher fand ich wirklich gut und mag ich auch immer noch sehr gerne. Und deswegen würde ich prinzipiell auch gerne das Buch lesen. Aber ich mag halt Edward nicht. Habe ich schon auch schon öfter gehört, dass Edward in diesen Büchern auch nicht so sonderlich sympathisch rüberkommt, was echt ein Todesurteil für mich bedeuten könnte. Aber ja, ich würde es gern lesen, einfach weil es zum Universum irgendwo jetzt dazugehört und vielleicht schreibt die Autorin jetzt die anderen Teile auch alle aus seiner Sicht und das ist ähnlich wie bei Shades of Grey. Das musste ich auch unbedingt haben, ne? Und deswegen, ja, mal schauen, das würde jetzt auch noch auf der Liste stehen. Ja, und das wären jetzt dann alle Reihen, die ich 2021 noch lesen möchte oder beenden möchte. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob ich das schaffe. Also Priorität Nummer Uno ist wirklich Outlander, danach dicht gefolgt von The Witcher, also der Hexersaga. Und alles andere hat dann so einen ähnlichen Stellenwert. Ich würde natürlich gucken, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bringe. Das wäre natürlich super cool, wenn ich alle schaffen würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wir wollen positiv denken. Das heißt, ich gebe euch auf jeden Fall zum Jahresende ein Update, ob ich es auch wirklich geschafft habe. So, und das war's dann auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und bis bald.